einen von den beiden, AOK oder Bertelsmann Stiftung? Genau, also ich kann da direkt auf so antworten. Wir sind zum einen in der Entwicklung und sind dabei, alle Probleme oder Anregungen aufzunehmen, wo wir sehen, dass es da zur Diffamierung, zur Denunzierung kommen kann. Bei uns wird es kein Freitextfeld geben, sodass Besuchende oder Bewertende frei ihre Meinung sagen können und dann wir oder der Betreiber, der redaktionell eingreifen müsste und so weiter und diese Probleme, die Sie geschildert haben, da hineinlaufen werden. Also das kann ich sagen, dass es Freitextmöglichkeiten nicht geben wird. Und ich werde kurz dann gleich noch auf die Ärzte antworten, wie wir ihnen ein Feedback ermöglichen wollen und da auch gleichzeitig nochmal eine Antwort auf Frau oder ein Beispiel auf die Frage von Frau Böse geben, welchen Nutzen der Arzt selbst denn aus solch einen Befragungsergebnissen, Befragungssystem ziehen kann. Von der Ärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung als Vereinigung von der Bundesärztekammer, Kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es so einen Kriterienkatalog für das Aufsuchen und Finden einer guten Arztpraxis, wo 11 Kriterien genannt sind. Ein Kriterium dort ist die Intimsphäre in der Praxis gewahrt. Es kann ja sein, dass zum Beispiel eine medizinische Fachangestellte frühzeitiger immer in das Arztzimmer, in das Behandlungszimmer hineinkommt, Patienten nicht ganz oder noch nicht wieder angekleidet sind und es baulich so ist, dass man direkt einen Einblick hat vom Wartezimmer zum Beispiel aus. Oder dass andere Umstände zu einer Störung der Intimsphäre kommen. Wenn dort jetzt ein Arzt eine schlechte Bewertung bekommt, hat er natürlich einen Hinweis, dass dort etwas vorliegt, was er ändern kann, kann ihn nachgehen und kann das auch ändern. Und diese Möglichkeit wollen wir dann auch eröffnen, wenn dort eine, oder auch kann ja auch positive Anmerkung sein, aber wenn dort eine negative oder ein Hinweis ist, dass dort etwas in seinen Prozessen, seinen Abläufen nicht optimal läuft oder organisiert ist, dass er dann sagen kann, okay, das Problem ist durch bauliche Veränderung, durch ein Paravent oder durch nochmal Umfunktionieren der Abläufe geändert worden, dass dieses Problem der Intimsphäre, das jetzt identifiziert wurde, nicht mehr besteht. Das wäre so ein konkreter Nutzen. Und andererseits kann so eine Befragung auch immer nur ein Teil sein für Ärzte, also ein Hinweis für Ärzte sein und für uns auch, Herr Schwenk hat das auch schon angesprochen, es gibt andere Instrumente zur Qualitätsverbesserung, zu den Verbesserungen der Abläufe in den Praxen. So ist das zu sehen, das ist ein Baustein, der Hilfestellung und Hinweise geben kann, aber es gibt weitere, wie wir auch zum Beispiel über Qualitätsindikatoren, Quizer, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, zur Nutzung von Präventionsangeboten, zur leitliniengerechteren Therapie, dass solche Prozesse untersucht werden, dass die in Qualitätszirkeln dann auch der Ärzteschaft besprochen werden. Und das sind weitere Bausteine. Von daher ist dieses nur als ein kleiner Baustein im Bereich der Qualitätssicherung auch oder in der Qualitätsmanagement-Diskussion anzusehen. Frau Böse. Ja, meine Frage ist dahingehend, Sie haben jetzt schon einige Aspekte angesprochen, die ich auch noch nachfragen wollte. Offenbar ist die Patientenerwartung ja sehr hoch, wenn Sie also diese Zahlen nennen. Und wenn die Patientenerwartung sehr hoch ist, ich gehe also in eine Arztpraxis, ich stelle das ganz konkret und denke, jetzt habe ich diesen Zettel ausgefüllt, gehe ich das nächste Mal hin, hat sich dann denn schon was verändert bei dem, was ich jetzt nun meine, was ich angekreuzt habe. Das heißt, ich frage jetzt nach, nicht das nächste Mal, übernächste, aber welche Instrumente entwickeln Sie dann, um die Wirkungskontrolle regelmäßig, Sie müssten ja eigentlich alle 2 Jahre dann das Profil, das Sie erhoben haben, überprüfen. Und dann finden Sie ja diejenigen raus, bei denen sich gar nichts ändert oder bei denen sich etwas verschlechtert hat. Ich meine, es wäre etwas komplizierter, als Sie es hier im Augenblick dargestellt haben. Aber wie gesagt, mich interessiert die Wirkungskontrolle. Herr Horak hatte sich gerade noch zurückgehalten und dann haben wir danach eine Frage aus dem Publikum. Erstmal? Ja? Ne, also diese Portale, die stehen ja nicht allein in der Landschaft. Und dazu ist einfach zu sagen, das betrifft jetzt aber nicht dieses Projekt, sondern viele andere Initiativen. Ärzte sind ja sogar gesetzlich verpflichtet, Qualitätsmanagement zu machen. Das heißt, solche Informationen zu berücksichtigen. Also auch, und es gibt eine Richtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Man mag zu dem Thema stehen, wie man will. Aber das ist eine Verpflichtung. Und die Richtlinie sieht auch vor, dass Patientenerfahrung, also sprich Patientenbefragungen berücksichtigt werden sollen. Und man kann es
also so gesehen auch als ein Service für die Ärzteschaft verstehen, überhaupt mal in solche Informationen zu erlangen. Denn es ist eben noch längst nicht gang und gäbe, dass Ärzte valide Patientenbefragungen in ihrer Praxis machen. Und das, was sie mit solchen Portalen zum Teil kostenlos bekommen, wenn ich jetzt mal nicht von dieses Missbrauchsschreckensszenario an die Wand schreibe, dann ist das ein Gegenwert von 350 Euro. So viel würde es nämlich kosten, wenn man eine Patientenbefragung beim Ärzteverlag oder beim Aqua-Institut oder sonst wo in Auftrag geben könnte. Also wir wollen gar nicht alles leisten. Wir wollen nur sicherstellen, dass keine Verzerrungen, dass die Information auch an den Arzt eine gute Information ist, eine faire und eine richtige Information und dass sie auch immer aktuell ist. Also dass zum Beispiel, wenn sich etwas verschiebt in der Wahrnehmung, dass das durch zyklische Befragung auch wirklich dann abgebildet wird. Im Übrigen vielleicht noch einmal zu dieser Frage, Dialog Patient-Arzt steht hier natürlich nicht im Vordergrund, aber allein, dass wir darüber nachdenken, dass der Arzt auch eine Kommentierungsfunktion bekommen soll, was irre aufwendig ist, ja, was man aus einem Interesse der Fairness auch macht und über solche Elemente nachdenken, das sollte eben zeigen, dass es kein Einbahnstraßeneffekt oder kein Einbahnstraßensystem per se sein soll, wo einfach eine Seite quasi ablästert, was sie wie gesagt gar nicht will, zumindest nach unseren Zahlen, sondern eigentlich die Information soll von den Arzt auch einen Nutzen bringen.